Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Gothic 3. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute sind wir hier in der Burg von Treles unterwegs. Ich rede mal mit den Orks hier. Sag mir, was du brauchst und dann geh wieder. Ich bin beschäftigt. Das werde ich nicht weiter tun. Ach, die Geschichte. Ich suche einen Bolzenbauer. Kannst du mir weiterhelfen? Da bist du an der richtigen Stelle. Ich kann Bolzen herstellen. Dann gebe ich dir einen Auftrag von Ulkas, dem Lagermeister aus Kapdun. Was ist das für ein Auftrag? Ulkas braucht für die Stadt 200 Bolzen und 300 Klingenbolzen. Kapdun ist keine Stadt. Ich war ein paar Tage dort und habe mich zu Tode gelangweilt. Davon abgesehen werde ich dir keine Klingenbolzen herstellen. Wieso nicht? Weil ich es nicht darf. Wieso darfst du es nicht? Weil Wag es verboten hat, jedem daher gelaufenen Morra Klingenbolzen zu verkaufen. Aber ich will die Bolzen nicht haben. Ulkas will sie. Das interessiert mich nicht. Bevor Wag nichts dazu gesagt hat, bleiben die Bolzen, wo sie sind. Es ist deine Ehre. Ich brauche Waffen. Da habe ich einiges für einen Kämpfer wie dich. Das werde ich nicht weiter dulden. Du bist ein guter Schmied? Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen. Ich das jetzt beeindrucken? Es war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen, aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt. Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Ich habe dein altes Schwert gefunden. Wirklich? Zeig her! Tatsächlich, das ist es. Wo hast du es gefunden, Norasa? Bei den Ausgrabungen am östlichen Tempel. Ich wusste es. Hat Tempek es doch eingesteckt, der Hund. Danke, Nora. Dafür bekommst du auch etwas von mir. Da muss man hart durchgehen. Geil, hab ich die 500 Gold fast wieder rausbekommen. Zeig mir deine Ware. Du musst entscheiden. Hat er irgendwas, was mich irgendwie anspricht? Er hat auch ein Katana, ey. Es gibt so viele Katanas in dem Spiel, das ist ja Wahnsinn. Aber grundsätzlich hat er nicht mal Gold, also ich habe nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, ihm was teuer zu verkaufen. Naja. Die Waffenbündel sind auf jeden Fall ganz gut. Hat er noch irgendwie eine Quest für mich? Nee, ne? Schmieden beibringen. Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Du hast mir geholfen, ich helfe dir. Bring mir was über das Schmieden bei. Das Einzige, was interessant wäre, wäre Schürfen und Klinge schärfen. Das wären so die einzigen Sachen, die mich ansprechen würden, aber das würde ich nur dann machen, wenn ich ein voll komplett ausgebildeter Magier bin. Vorher machen wir das nicht, also vorher lohnt sich's auch nicht. Wo sitzt ihr denn hier? So, wo ist denn dieser Prank? Prank-Gamer. Was ist er denn? Hä? Ah, der steht wahrscheinlich da vorne. Ah, ich seh ihn. Da rechts der Kollege. Hier, der hier. Nee. Hier, er hier. Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Aber es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Soll mich das jetzt beeindrucken? Du kannst mir doch bestimmt beibringen, besser zu kämpfen. Das hast du auch nötig. Ihr Morros seid schlappe Kameraden. Du musst deine rechte Schlaghand verbessern, Morra. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Herbringen wirst du ihn, klar? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das werde ich nicht weiter dulden. Warum auch immer ich diese 500 Gold ausgegeben habe, das war total dumm, ehrlich gesagt. Aber was soll's? Das ist so. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varans.
Mein Name ist Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich? Hm. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Vak seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst, zeig mir deine Ware. Was hat er denn so, was mich interessieren könnte? Ah, diese Krummschwerter fand ich auch immer spannend eigentlich, muss ich sagen. Das sind auch immer ganz nette Waffen gewesen. Ja, mit denen habe ich auch immer gerne gespielt früher. Er hat auch diesen Stab der Verteidigung, den habe ich auch. Aber ansonsten hat er jetzt nichts, was ich... Ich habe immer noch diese Nomadenkleider. Komm, die verkaufe ich ihm jetzt mal ganz provokant. Ich brauche 50.000 Gold, um diese Schulden zu bezahlen. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagiern in Nordmar bringst. Ich glaube, diese Aussage hat jetzt sehr an seiner Ehre gezerrt. Also, was ich auch mal mittlerweile machen könnte, ist die Schatzkammer mal plündern. Ich habe doch alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Zu schwer.
Das ist gar kein Problem. Wir kommen hier ganz easy peasy, ohne Probleme rein. Und können hier mal die ganze Stadtkasse ausräumen. Raus, Mora! Sofort! Oha, okay. Shit. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich muss mich da nochmal reinsneaken irgendwie. Kann ich überhaupt schleichen? Doch, ich kann schleichen. Ah, Y. Darf mich nur nicht bewegen hier drin. So, dann die nächste Kiste. Sobald ich hier drin jetzt halt einen Schritt mache, ist es vorbei. Dann war's das. Ach, nochmal die Stadtkasse? Wie viele Kisten mit Stadtkassen gibt's denn hier? Guck mal. Bisschen Gold, Gegengift, 6 Klingenbolzen. Plündere die Burg von Tredes. Gab's jetzt schon eine Kiste voll. 13.000 Gold. Okay. Hier haben wir nochmal ein bisschen was. Kleinkram. So. Und die Kiste nehmen wir uns auch noch mit. So, große Flammenwelle, großer Mana-Trank. Trank gegen Krankheiten auch gut. Jetzt können sie mich ruhig ansprechen und sagen, hey, hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden, ist mir egal. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. So, wenn ich jetzt nicht weiter klaue, ist eigentlich alles im grünen Bereich, also es passt. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Bauernhof hoch. Ich habe schon überlegt, Avogadro zurückzubringen, aber tatsächlich will ich ja diesmal hier in Myrtana einen Pro-Innos-Run spielen. Das heißt, in Varant einen Pro-Belia-Run und hier in Myrtana einen Pro-Innos-Run. Das bedeutet, ja, wir werden für die Rebellen kämpfen, gegen die Orks. Und stimmt, ich habe ja auch gesagt, ich will einen Anti-Adanos-Run machen. Das heißt, ich muss die Druiden eigentlich auch alle töten. Tja, so wie wir es ja auch mit den Wassermagiern gemacht haben. Aber wir machen es so wie in Varant. Also wir werden erstmal alle Quests annehmen und alles versuchen für die zu erledigen, so im Rahmen der Möglichkeiten. Und erst danach werden wir die alle umbringen. Nein, bitte, tu mir nichts. Ich bin's nicht gewesen. Entspann dich. Ich will mich nur mal umsehen. Ja, Innos sei Dank. Und ich dachte schon... Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks in Treles gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold. Aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? Okay, die Quest ist durch. Hast du gerade was von Gold gesagt? Ich gebe dir 150 Goldmünzen, wenn du mich in Ruhe lässt. Das ist alles, was ich habe. Gib mir dein Gold und ich lasse dich gehen. Oh, danke, Fremder. Möge Innos dich segnen. Hier hast du dein Gold. Und danke nochmals. Ja, ist okay. Warum bist du überhaupt aus Treles geflohen? Ach, kannst du dir vorstellen, wie die Orks einen behandeln, wenn man kein Kämpfer ist? Ständig wird man herumgeschubst und gedemütigt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Zeig mir deine Ware. Hat er irgendwas Spannendes dabei? Ah ja, guck mal, diese großen Tränke-Rezepte. Ich habe beim letzten Mal schon so ein bisschen geliebäugelt mit den Rezepten, muss ich gestehen. Aber ich kann das Geld jetzt nicht ausgeben tatsächlich. Ich brauche das jetzt für die Sache mit Wack. Also 50.000 brauche ich mindestens. Da bin ich jetzt mal ganz froh, dass ich ein bisschen was an Gold angehäuft habe. Also ein bisschen Kleinkram können wir hier schon verkaufen. 10 Kellen. Okay, eine bräuchte ich, aber sonst. Die können alle weg. Vor allem, er sagt nur, er hat nur 150 Gold, aber trägt noch 7500 mit sich rum. Du bist ein Lügner, dafür sollte ich dich eigentlich töten. Oh Mann. Du siehst nicht aus wie ein Schweinehirte. Du genauso wenig. Was willst du hier? Den Hof hier ausnehmen? Du siehst eher aus wie jemand mit einem lukrativen Nebenverdienst.
Ein Dieb. Wenn du das sagst. Schon in der Burg von Trelis gewesen? Die sollen da große Reichtümer versteckt halten. Ich habe die Burg von Trelis ausgeräumt. Das wird den Orks bestimmt nicht gefallen. Wenn du willst, zeige ich dir jetzt ein paar Tricks. Na, heute schon Ärger gehabt. Was ist? Als Dieb hat man es bestimmt nicht leicht. Mensch, lass mich einfach in Ruhe. Okay? Besserer Vorschlag. Ich erzähl dir etwas über Gelford. Gelford? Gelford? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ah, genau. Das war dieses Großmaul, das mir noch 300 Goldstücke schuldet. Du scheinst ihn ja nicht besonders zu mögen? Natürlich nicht. Der Typ hat mich sitzen lassen und ist vor den Orks weggelaufen. Mit meinem Gold. Ich werde Gelford mal darauf ansprechen, wenn ich ihn sehe. Mach das. Jetzt lass mich bitte alleine. Ich habe noch viel zu tun. Wieso bist du eigentlich Dieb geworden? Lass das mal meine Sorge sein. Geh nur über die Welt zu retten. Wo wird man seine Hehlerware am besten los? Westlich von hier in Nemora gibt's den Dudley. Der kauft dir gestohlene Ware ab. Gut, das haben wir schon rausgefunden. Zeig mir deine Ware. Ah, er hat auch wieder hier so Banditenrüstungen dabei. Wenn ich die Schwere trage, werde ich tatsächlich angegriffen. Wobei, ich glaube, das habe ich hier deaktiviert diesmal. Das ist, glaube ich... Ah, geil, ihm kann ich jetzt auch Hehlerware verticken. Geil. Das ist ja super. Vor allem, dann schickt er mich noch zum Dudley, Alter. Wobei, ich sehe gerade, ich kann nur bis 700 gehen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, machen wir das einfach. So. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Ja. Passt. So, wo ist der Chef dieser Butze hier? Du siehst aus wie ein starker Kämpfer. Du bist bestimmt der Richtige, der mir bei meinem kleinen Problem mit den Höhlen unter meinem Hof helfen kann. Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Schon seit Tagen höre ich hier oben so ein furchteinflößendes Grunzen. Ich vermute, dass einige Viecher in den Höhlen unterhalb dieses Felsens hausen. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Du bist hier der Herr? Die Orks sind die Herren. Sie pressen uns Bauern aus wie reife Früchte. Ich glaube, sie haben uns einfache Leute nur noch nicht getötet, weil sie keine Ahnung von Viehzucht haben. Ohne uns würden sie vermutlich verhungern. Das denke ich nicht. Wie läuft's auf deinem Hof? Wenn ich nicht so eine hohe Pacht bezahlen müsste jeden Monat, ging es mir besser. Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Sie wollen für jeden Monat 1000 Goldmünzen. Ich habe das Gold zwar zusammen, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den Hof zu verlassen. Ich will erst wissen, was da unten mit den Höhlen nicht stimmt. Ich kümmere mich um die grunzenden Viecher in den Höhlen. Rotte die Nester da unten am besten gleich ganz aus. Zeig mir deine Ware. Er ist halt auch steinreich mit 4500, ey. Das ist schon richtig krass irgendwie. Wenn die das Gold richtig einsetzen würden, könnten die das gut vermehren und sich dann wahrscheinlich hier so ein fettes Anwesen hinbauen. Eine kleine Burg oder irgendwie sowas. So, dann gehen wir mal rein und räumen hier mal ein bisschen auf. Ich brauche Erfahrungspunkte. Muss Quests erfüllen. So. Dann räumen wir jetzt mal hier so die Butze. Ich hoffe, das trifft nichts von oben. Das wäre jetzt ganz schön ärgerlich geworden oder gewesen, hätte ich da jetzt oben jemanden umgebracht mit der Aktion. Aber so ist das ja noch relativ entspannt jetzt gelaufen. Ich glaube, ich habe jetzt da ein bisschen zu voreilig hier reingekämpft. Da oben ist nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, noch eine Truhe da. Abgebrochen. Da muss ich nochmal hoch, das habe ich nicht so gut... Abgebrochen. Nein, ach Mann. Habe ich nicht so gut gewartet. Guck mal, ein Wolfreißer. Auch nicht schlecht. Das heißt, ich muss irgendwie nochmal hier hoch. Also eine Kiste haben oder nicht haben, das kann schon das Zünglein an der Waage bedeuten. Hui. So. Nein, wir werden auch nicht nach dieser Quest nach Trelis gehen, sondern wir werden dann erstmal schön nach Geldern abdrehen. Hui, hier ist irgendwas. Ah ja, ein Goblin. Er war da bestimmt nicht alleine. So. Geh
geben wir mal die Pachtgeschichte hier bei ihm ab. Beziehungsweise, er wird mir die Pacht geben, nehme ich mal ganz stark an, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Da wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Trelis zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Vor allem, ich habe halt nicht mal eine Quest für diese Pachtgeschichte. Das heißt, er hat mir das Gold einfach so gegeben und ich muss es nicht mal irgendwie jemanden abgeben in der Stadt. Abgebrochen. Naja, gut. Bisschen Kleinkram nehmen wir auch noch mit. Ich könnte doch eigentlich... Dafür muss ich, glaube ich, nach Vanguard. Ich glaube, ich kann nur bei Charybdo diese ganzen krassen Über-Innos-Zauber lernen. Oder im Kloster halt. Sowas wie Feuerregen und so, das hätte ich ja auch ganz gerne. Ring der Abwehr erhalten. Was kann der denn? Naja, gut, ein bisschen Rüstungswert. Da ist der Schutzring deutlich besser. Okay, haben wir das auch erledigt? Kann ich dem Prank jetzt eigentlich sagen, dass ich den Avogadro nicht vorbeibringe wieder? Müsste ich ja eigentlich schon können, oder? Ich reiß dir den Kopf ab! Oh, ich dachte, die greifen mich jetzt an. Toll. Gut gemacht! Ich steh auf diese ganze Scheiße. Okay. Lass mir die Orks ein bisschen in Sicherheit wiegen. Diese hinterlistigen Oger belästigen garantiert niemanden mehr. Gut. Eine Sorge weniger. Hier, dein Sold. Ich glaube, eigentlich so nach der Aussage, die ich ihm jetzt hier gemacht habe, müsste er eigentlich ultra kleinlaut sein. Ich meine, ist er jetzt auch gewesen, ne? Der hat sich jetzt so eine Beleidigung wie, ah, hier ist dein Sold, du Mistkerl und so, das hat er sich ja jetzt gespart. Ich glaube, der weiß jetzt auch wieder, ey, oh Mann, scheiße, ich habe ganz vergessen, wie krass der Typ eigentlich ist. Der macht einfach alles weg. 5 Oger, der ist ohne Kratzer wiedergekommen. Ich sollte mal besser nicht die Luke gegen ihn öffnen. Er zerreißt mich in der Luft wahrscheinlich. Ich finde es auch so geil. Trelis muss viel größer gewesen sein als diese kleine Kernburg bloß. Diese ganzen Außengebiete hier stehen doch überall so Ruinen. Ich glaube, dass Trelis mal eine richtig fette Vorburg noch hatte. So, Trelis muss eigentlich mal echt heftig gewesen sein. So, die Lurker Jagdtrophäen wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe auf dem Teil oder auf dem Stück Land hier stand ich auch gefühlt noch nie. Weil hier rüber schwimmt man irgendwie nicht. Warum sollte man das tun? Da ist irgendwie nichts. Aber mich juckt schon mal da hochzugehen, glaube ich, ne? Weil da ist ja auch bloß der Bauernhof wieder. Mehr ist da ja gar nicht. Wenn man sich mal so diese ganzen Ruinen anguckt. Trelis muss wirklich mal echt heftig gewesen sein. Na gut, dann gehen wir mal hier zum Hof. Und checken mal ab, was hier so los ist. Pass auf, wo du hier hintrittst, sonst verwisst du alle Spuren. Torus will wissen, warum dieser Bauernhof sich nicht mehr gemeldet hat. Ja, das glaube ich gerne. Tja, du siehst es ja selbst, dass hier keiner mehr ist. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Ja, das mache ich gerne. Die Erfahrungspunkte werde ich mir aber sowas von schmecken lassen. Das könnt ihr aber mal annehmen. Und diese Säbelzähne, die haben bestimmt auch so 300 Erfahrungspunkte gegeben, wenn ich mich so recht entsinne.
ist ja fast instant tot. Mann, Alter. Jawohl. Und Tigerfelle sind auch echt selten. Und Feuer macht hier wirklich kaum Damage. Wahnsinn. So, wir sind relativ schnell mit Questen hier, habe ich das Gefühl. Wir questen hier echt schnell durch. Was natürlich aber einfach dem Umstand geschuldet ist, dass wir hier alles super schnell weghauen. Zu schwer. Okay. Kein Schloss ist für mich zu schwer. Könnte man bei Gelegenheit mir wieder ein paar Mana-Tränke herstellen. Die gehen langsam aber sicher dann doch zur Neige. Wo ich es gerade sage. Jetzt mal ein paar leere Fläschchen kassiert und einen Mana-Trank. Toll. Gut, dann. Gehen wir mal kurz noch Bericht erstatten meinem Carport. Als Kind habe ich immer gedacht, der heißt kaputt. So schön rankommen lassen, damit man selbst nicht so weit laufen muss, um die zu looten. Die typische, eine aller typischen Gothic-Praktiken. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Das ist natürlich jetzt echt eine verzwickte Situation immer mit dem Thorn, weil... Ich meine, in dem Run jetzt hier ist es halt so, ich will halt gegen die Orks im Myrtana spielen. Das heißt, ich muss dem Thorn eigentlich helfen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich einen Anti-Adanos-Run spiele. Das heißt, irgendwie muss ich den auch töten. Es ist nicht so einfach tatsächlich, hier einen vernünftigen Mittelweg irgendwie zu finden. Ich lasse mir das einfach erstmal noch offen und entscheide das dann irgendwann später, was ich dann damit mache. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. Geil, jetzt können wir auf jeden Fall zu Wack. Und mit dem können wir nochmal ein kleines Gespräch führen. Keinen Schritt weiter! Lass mich rein. Na schön. Aber benimm dich. So. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Wir sollten gar nicht hier sein. Ich komme im Auftrag von Urkras, dem Lagermeister von Kapdun. Genau, was hast du zu sagen? Urkras braucht Bolzen von höchster Qualität. Bolzen aus eurer Stadt. Er braucht jeden Monat eine Ladung von 200 Bolzen und 300 Klingbolzen. Damit der Bedarf der Stadt gedeckt ist. Bedarf der Stadt? Welcher Stadt? Kapdun ist nicht einmal ein Dorf. Das ist Urkras nur leid zu zahlen. Ich lasse meine Leute nicht umsonst arbeiten. Das muss Milok mit Urkras regeln. Ich soll nur die Verbindung aufbauen. Meinetwegen. Dann soll sich Milok darum kümmern. Geh zu ihm. In Ordnung. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten.
Sie lassen uns in ihre Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Jetzt bin ich kurz ausgerastet, weil ich nicht wusste, was das hier ist, ey. Aber wir laufen die Ausgrabung an. Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Oh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Du kommst schnell zur Sache, was? Das haben die Morras selbst. Hier hast du es. Aber erzähl keinem, dass ich es dir gegeben habe. Sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Das Adanos-Amulett erhalten, jawohl. Wir sollten gar nicht hier sein. Und das Ding bringt ziemlich gute Schutzwerte. Ziemlich gute Schutzwerte. Sehr schön, das war doch eine gute Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich nach Geldern. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.